Gemeinde bezieht sich auf diesen Begriff Allmende, eigentlich Common Grounds. Es geht dort um den Gemeinbesitz, die sogenannten Commons. Hier in den Alpen natürlich logischerweise die Almain oder die Allmende oder die Alm, also der von mehreren geteilte Besitz, der nicht einem zur Verfügung steht. Diese Idee war, das Geteilte auch auf das Wissen zu übertragen und hier eine Institution zu schaffen, die sich eben mit diesem eigenen Kulturraum beschäftigt. Gerold Schneider und wir betreiben drei Dinge. Einmal das Hotel, das meiner Familie stammt, seit in vierter Generation. Dann ein kleines Architekturbüro und die Almain Common Grounds, eine kleine Kulturinstitution, die wir 2000 hier in Lech gegründet haben. Das Gebäude selbst ist ein Stall aus den frühen 50er Jahren, Stallgebäude, ganz klassisch mit oben Heu und unten den Kühen. Da wir anfangs eben nur diesen einen Raum hatten und dieses Sprengwerk, dieses Dachgestühl unbedingt sichtbar lassen wollten, mussten wir eine Lösung finden, wo wir die Infrastruktur, die dieser Raum braucht, um ganz rudimentär wohnen und auch kochen zu können, unterbringen konnten. Und die Lösung war eine lange Schrankwand, die ist 1,5 Meter breit und 12,70 Meter lang, die eben alle Funktionen aufnimmt. Das heißt, es gibt eine Küche drin, es gibt ein Bad drin, es gibt eine Toilette drin, es gibt ein Bett drin, es gibt ein Büro da drin, also einen kleinen Schreibtisch, der sich aufklappen lässt. Wenn man diese Funktionen nicht braucht, also im Normalfall während der Ausstellungen oder während des Konzerts, lässt sich einfach alles einklappen, sodass eigentlich nur eine glatte Wand übrig bleibt, die sich dann wiederum eignet für Projektionen.